Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist André, ich bin zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater und von der Online-Hundeschule deine-hundeschule.com. Das ist mein Hund Monsieur und heute geht es um das Thema, warum dein Hund im Winter auf nassen, kalten Untergründen, natürlich auch im Herbst, also generell auf nassen, kalten Untergründen das Sitz und das Platz eventuell schlechter ausführt und daraufhin generell das Sitz und Platz schlechter ausführt. Ja, das erste Video im neuen Jahr 2019. Ich wünsche euch alles, alles Gute, ganz viel Glück in diesem Jahr. Wir fangen mit einem ganz leichten Thema an, einfach ein kurzer Trainingstipp. Und zwar, es ist ja nun mal gerade Winter und die Übergangsphase im Frühling, die ist auch meistens relativ feucht, gerade in Deutschland oder auch in den nördlichen Gebieten. Und da ist es häufig nass auf der Straße und jetzt im Winter kann sogar oder liegt häufig Schnee auf der Straße und es ist richtig kalt. Und das kann dazu führen, dass die Hunde das Sitz und das Platz einfach schlechter ausführen. Ich bekomme dann häufig die Fragen von Teilnehmern meiner Online-Hundeschule zugeschickt. Du André, was ist da los? Mein Hund, der macht keinen Sitz mehr, der macht keinen Platz mehr. Woran kann das liegen? Und draußen fällt es einem vielleicht noch auf. Manchen auch nicht. Die denken, ja, wieso kann er denn jetzt keinen Sitz? Wieso macht er denn hier an der Ampel auf einmal keinen Platz mehr? Und das liegt einfach daran, dass er den Untergrund negativ verknüpft. Das ist ihm einfach unangenehm und da gibt es natürlich Hunde, bei denen das etwas mehr ist. Das sind einfach Hunde, die generell wenig Unterfell haben. Das können zum Beispiel Boxer sein, das können französische Bulldoggen sein. Also ihr kennt die Rassen selber. Alle Rassen, die einfach wenig Unterfell haben, die sehr kurzes Fell haben, bei denen ist das natürlich stärker ausgeprägt, diese Problematik. Ridgeback auch ganz extrem, weil die sehr sensibel sind und auch auf solche Sachen sehr sensibel reagieren. Und da kann es dann einfach passieren, dass der Hund, wenn der trotzdem dort häufiger ins Sitz oder ins Platz geschickt wird, dass er generell dann später auch auf trockenen Untergründen das Sitz oder das Platz schlechter ausführt, weil er es negativ verknüpft hat. Das heißt, überlegt euch einfach oder achtet darauf, dass der Hund die Übungen gerne ausführt. Ansonsten habt ihr eine negative Verknüpfung mit drin und ihr wisst, alles, was sich für den Hund nicht lohnt, was sich doof anfühlt, lässt er langfristig bzw. zeigt er weniger bis ungern. Und alles, was sich lohnt für einen Hund, zeigt er häufiger, zeigt er gerne. Und dieses Wissen möchte ich euch einfach ja heute mit auf den Weg geben, dass ihr jetzt in der kalten Jahreszeit bei nassen, kalten Untergründen darauf achtet, macht mein Hund dort wirklich ohne Probleme und noch gerne Sitz. Bei ihm zum Beispiel überhaupt kein Problem. Das ist ihm völlig egal. Der liegt 20 Minuten im Schnee, der freut sich sogar. Ein Bernhardiner mit Sicherheit genauso oder ein Bernersennenhund. Aber es gibt halt auch andere Hunde, für die ist das ein Riesenproblem, was dann langfristig dazu führt, dass die Kommunikation sich verschlechtert. Und darauf wollte ich heute hinaus. Das war's zu meinem ersten Video in 2019. Ich hoffe, da ist für den einen oder anderen eine tolle Inspiration heute dabei, dass er einfach merkt, ah, guck mal, daran liegt das vielleicht oder ah, da passe ich mal auf, da schicke ich ihn jetzt einfach mal nicht ins Sitz an der Ampel. Das ist mir viel zu kostbar, dass ich mir mein wertvolles Sitz oder Platz kaputt mache, nur damit er jetzt hier eine Ampel in diesem, auf diesem nassen, kalten Boden Sitz macht zum Beispiel. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Für nächste Woche habe ich ein ganz tolles Thema vorbereitet und zwar stelle ich da mal die alte Methodik der Hundeerziehung der neuen gegenüber. Und zwar, wie hat man das früher gemacht und teilweise leider heute noch in manchen Hundeschulen und wie macht man das heute? Wie sind die neuesten Erkenntnisse bzw. die aktuellen Erkenntnisse? Wie kann man arbeiten? Wie kann man es auch besser machen als früher? Was kann man alternativ machen? All das gibt es nächste Woche. Wenn das interessant für euch ist, abonniert den Kanal. Besucht gerne mal meine Online-Hundeschule auf www.deine-hundeschule.com. Dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und liebe Grüße. Tschüss, euer André und Monsieur. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Tonight, we are heroes tonight.
show.